ganz viele Sachen, die mich an der Schweiz reizen. Auch im Sinne von, ich reagiere immer noch ein bisschen gereizt bei einem Thema, um ganz ehrlich zu sein. Dieses Tempolimit von 120. Seid ihr auch alle happy damit? Oder werdet ihr... Wer ist dagegen? Ganz kurz mal, wenn wir heute eine... Yay! Können wir eine Unterschriftenaktion machen? Wie viele Unterschriften brauchen wir? Können wir nicht einmal die ersten zwei Ziffern vertauschen? Ne? Nur mal, just for fun. Abends zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens, wo sowieso keine Socke auf Schweizer Autobahnen unterwegs. Ich habe es nie verstanden, warum ihr ein Tempolimit von 120 habt, weil ihr habt ja toll ausgebaute Straßen, Autobahnen, 3, 4, 5, ist alles da. Ganz viele Spuren. Die dicksten Autos Europa fahren in der Schweiz. Die Autos sind selber deprimiert, weil sie sagen, oh Scheiß, 120. Ich könnte viel schneller fahren, ich habe 300 PS, leck mich am Arsch. Also, 120. Komm schon, 120. So parken wir rückwärts ein in Deutschland, ja? 120. Dann rückwärts auf Dampf. Nein, ich sage jetzt nicht, dass man Deutschland als Vorbild nehmen soll. Das ist das andere Extrem. Ja, wir haben teilweise kein Tempolimit da. Total bekloppt. Das kommt auch aus einer Zeit, wo die Autos jetzt gar nicht so leistungsstark waren. Da hast du gesagt, komm, brauchen wir nicht Tempolimit. Dann fahren die 150, 160 maximal. Aber jetzt fährt ja jeder Fiat 500 200 Stundenkilometer. Neulich hat mich ein Fiat 500 überholt, wenn man das Ding als Auto bezeichnen kann. So eine Abart Edition, weil die Abart ist schnell an mir vorbei. Schatz, es war ein Fiat 500, ich glaube es nicht. Das Auto selber konnte es nicht glauben. Das Auto... Porca Miseria, Bona Fortuna! Das ist Wahnsinn. 200 Stundenkilometer von Fiat 500. Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz in Deutschland. Mindestens 200 Stundenkilometer auf der linken Spur. Selbst wenn es nur eine Spur gibt. Du musst... Ey, ihr dürft nicht mit euren 120 in Deutschland auf die linke Spur. Das dürft ihr, das kann ich euch nicht empfehlen. Es gibt immer wieder mal so Schweizer Touristen in Deutschland, die fahren 120 auf der linken Spur. Keine 5 Sekunden später fängt es mit Fernlichtern an. Ja, Schatz, was ist mit dem? Ich glaube, der will uns irgendwas mitteilen, oder? Ja, will er, das ist Morsecode, heißt verpiss dich. Keine 5 Sekunden später ist er hinter dir. Du hast das Gefühl, ein UFO ist hinter dir gelandet. Fernlichter, Blinker, Gesichtskino. Ich weiß nicht, was der hat, Schatz. Der will irgendwas sagen. Zwischen dir und Leitplanke auf zwei Rädern. Hau ab, du Arschloch! Diesen Stress brauchen wir hier nicht in der Schweiz. Den haben wir auch gar nicht. Gott sei Dank, ja, weil wir ein Tempolimit haben. Hier gibt's keine Raser. Doch, in der Schweiz gibt's auch Raser. Die fahren 125. Du merkst gar nicht, dass die hinter dir sind. So sieht ein Schweizer Raser aus. Entschuldigung. Könnten Sie ein bisschen zur Seite fahren? Nur ein ganz klein wenig zur Seite. Wissen Sie, ich fahre etwas schneller als Sie. 125. Ich traue mich was. Aber nein, wir müssen uns an die 120 halten, ja? Weil es mein. Hier gibt es eine Blitzerdichte in der Schweiz. Die ist nicht normal. Das muss ich mal ganz kurz sagen. Es gibt. Danke. Das ist. Nee. Ich habe mal nachgelesen, wenn die Statistik stimmt. Ich habe mal gelesen, es gibt im Kanton Zürich alleine gibt es 600 Blitzer. 600! So viel haben wir in ganz Deutschland nicht. Ja, und wenn du in Deutschland geblitzt wirst, ist es ein Kavaliersdelikt. Pff, nämlich erwischt die Säcke. Ah, scheiß drauf. Erst 20 Euro, lass mich in Ruhe. Wenn du in Deutschland geblitzt wirst, kannst du davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch ist, dass du danach nochmal geblitzt wirst. Das ist so. Wenn wir geblitzt werden in Deutschland, pff, jetzt gebe ich erst recht Gas. Nicht in der Schweiz. Mir ist es mal passiert. Meine Freundin war mal auf der Autobahn und dann... Pff, haben die mich erwischt in der Schweiz. Naja, jetzt... Pff, was? Das ist ein Scherz, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Zwei Blitze innerhalb von 100 Metern? Sag mal... Pff, was? Das kann doch nicht wahr sein. Ey, Baby, die ist noch... Pff, was? Pff, warte. Pff, ich sehe nichts mehr. Pff, pff, Schatz, wie schnell fahr ich? Ich habe keine Ahnung. Pff, jetzt... Pff, ach, pff. Ja, gut. Von mir aus. Ja. Ja, gut. Ja, sehr gut.